Darauf haben BMW-Fans sehnsüchtig gewartet. Am 11. Februar beginnt die Markteinführung des neuen Dreier. Die fünfte Generation des seit 1975 produzierten Bestsellers startet zunächst mit der Limousine. Coupé, Kombi und Cabrio folgen später. Der neue Dreier steht deutlich kräftiger da als sein Vorgänger. Verantwortlich dafür ist vor allem das Design, das sich stärker an der aktuellen Fünferbaureihe anlehnt. Die Dreierlimousine ist aber auch deutlich gewachsen. Die breitere Spur vorn plus 3,7, hinten plus 4,7 cm sorgt für mehr Stämmigkeit. In der Länge hat der BMW um fast 10 cm auf 4,62 m zugelegt. Beim Radstand sind es glatt 5 cm mehr geworden. Trotzdem ist der neue leichter, je nach Motorisierung um bis zu 40 kg. Zunächst ist die Mittelklasse-Limousine mit vier unterschiedlichen Motoren zu haben. Das neue Basistriebwerk ist vorerst der Vierzylinder-Diesel im 320d mit 185 PS. Als Normverbrauch nennt BMW den guten Wert von 4,5 Liter auf 100 Kilometer. Eine besonders auf Sparsamkeit getrimmte Version dieses Motors leistet die 320d Efficient Dynamics Edition, 163 PS, soll sich dann aber mit nur 4,1 Liter zufrieden geben. Die Preise beginnen bei 35.350 Euro für die beiden Dieselvarianten. Der 328i ist ab 37.400 Euro im Angebot. Der 335i kostet mindestens 43.500 Euro.